Moin und willkommen zu einem neuen Video von Drive Eat Sleep. Heute geht es um das Thema mobile Internet auf Reisen und wo macht man so ein Video besser als auf der Autobahn und beim Campen in der Natur? Denn dort braucht man mobiles Internet, sei es zum Arbeiten oder um mal abends Netflix oder YouTube zu gucken. Mich haben viele bei Instagram gefragt, wie ich das so mache, wenn ich unterwegs bin, wie ich dann im Internet bin, wie ich surfe, wie ich arbeite unterwegs und was ich da so nutze. Es gibt bei den bekannten Versandläden im Internet und natürlich auch im Fachhandel verschiedene Devices, Geräte für den VW-Bus, der eine USB-Schnittstelle hat. Empfehle ich immer, so einen LTE-Stick zu kaufen. Den kann man da einfach reinstecken, der macht ein Wi-Fi. Und haben alle Leute, die im Auto sitzen, haben dann WLAN. Ansonsten, was ich immer ganz gerne nutze, ein altes Smartphone zum Beispiel, SIM-Karte rein, kann auch Internet machen. Oder für die Puristen, sag ich mal, diese kleinen alten Nokia-Telefone, LTE-Signal, Dual-SIM sogar und der Akku hält recht lange, wobei beide, wenn man Tethering quasi anmacht, nicht ganz so eine lange Akkulaufzeit haben. Deshalb ist auf jeden Fall dieser Stick da in der USB-Schnittstelle empfehlenswerter. Oder ihr holt euch, zum Beispiel von Huawei gibt es so kleine LTE-Modems, die kann man auch per USB aufladen, die haben aber einen kleinen Akku mit drin. Bei allen Geräten empfiehlt sich natürlich auch immer, einfach eine Powerbank mitzunehmen, weil dann haben die Geräte auf jeden Fall für eine Zeit lang Strom. Und dann kann ich euch noch als Empfehlung mitgeben, das ist keine Werbung, ich kriege da auch nichts für, leider. Das Ganze nennt sich Freenet Funk. Da kann man hier so eine tolle App auf dem Smartphone installieren. Und mit dieser App kann man jeden Tag wieder aufs Neue entscheiden, was man am Folgetag nutzen möchte. Also ich kann heute sagen, ich möchte morgen zum Beispiel so viel surfen, wie ich möchte. Dann zahle ich 99 Cent am Tag dafür. Ich kann heute entscheiden, ich brauche morgen nur 1 Gigabyte. Dann zahle ich 69 Cent und wenn ich morgen gar kein Internet brauche, dann kann ich für morgen eine Pause einstellen. Das kann ich 30 Mal im Jahr umsonst machen. Danach kostet mich dann diese Parkgebühr 29 Cent am Tag. Nennt sich, wie gesagt, Freenet Funk. Die SIM-Karte kostet einmalig 9,99 €, glaube ich. Und ja, wenn ich nicht mehr brauche, Vertrag in der App kündigen, SIM-Karte wegschmeißen. Und wenn man es dann mal wieder braucht, wenn zum Beispiel die neue Campingsaison anfängt, einfach eine neue SIM-Karte besorgen, in ein vorhandenes Telefon oder einen LTE-Stick reinstecken und fertig ist die Laube. Wenn ihr einen Wohnwagen habt oder einen größeren Bus, dann empfiehlt es sich allerdings auch immer, sich einen sogenannten LTE-Router zu kaufen. Das sind richtige Modem-Geräte, in die ihr eine SIM-Karte reinstecken könnt. Die werden dann in der Regel mit 230 Volt betrieben, also das solltet ihr dann auf jeden Fall an Bord haben. Die haben aber den großen Vorteil, wobei das manche Modem- und LTE-Sticks auch haben, aber sicherlich nicht mit der gleichen Sendeleistung, denke ich mal. Gerade bei Wohnmobilen lohnt es sich dann, sich diese externen Antennen aufs Dach zu setzen, weil dann hat man auf jeden Fall die größere Reichweite, den besseren Empfang. Dann noch zu Freenet Funk. Das Ganze läuft über das O2-Netz. In den meisten Regionen, in denen ich bisher gewesen bin, super, war alles gut. Auch auf den Campingplätzen, toller Empfang. Und man hat halt immer sein eigenes Wi-Fi dabei. Und gerade wer mobil arbeiten möchte, also wie gesagt, dem empfehle ich halt dieses 99-Cent-Dingen pro Tag. Das ist eine Full All-Net Flat und läuft super. Und wenn der Empfang mal nicht so gut ist bei O2, dann habe ich noch meinen normalen Telekom-Vertrag mit 12 GB. Und der kann dann auch noch versurft werden. Und dann reicht das eigentlich aus. Habt ihr noch Fragen dazu? Wie macht ihr das? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn noch irgendwie Tipps, Tricks auch zu Mobilfunkanbietern hat, die vielleicht irgendwelche tollen Datenpakete haben,
auch gerne unten rein. Ansonsten danke fürs Zugucken wieder. Abonniert den Kanal gerne. Es werden sicherlich noch mehr Videos kommen, auch wenn der Bulli jetzt verkauft ist und bald den Eigentümer wechselt. Bis dann.